Kurva. Kurva. Schon wieder Freitag, der 20. Ich muss nicht auf den Kalender gucken, weil letzte Woche Freitag der 13. war und 13 plus 7 sind 20. Richtig? Ich gucke nicht nach. Das muss so sein. Das muss so. Heute ist der 20. Fertig aus. So, wir haben das jetzt schon 12:15. Wir haben heute Vormittag gerodelt. Kamera nicht bei angehabt. Ja, jetzt hole ich den letzten Wagen noch vom Feld. Der steht da vorne noch. Und dann ist erstmal Mittagspause. Für heute ist Roden dann auch durch. Beziehungsweise für diese Woche ist Roden durch. Morgen war da nix. Kein Tiet. Jo. Und hier, so weit sind wir jetzt hier. Auf dieser Seite sind die Belaner so weit raus. Hier sitzen noch die Belaner drin. Da sind noch ein paar Reihen, was nicht grün ist, sind noch ein paar Reihen Laura, rotschalige Speise. Und das, wo noch das Kraut noch grün ist, das sind noch ein paar Stärke. So sieht das aus. Jetzt wollen wir hier den Wagen anbinden. Nach Hause bringen, abladen. Ah, komm, eine Hand hier. So. Und dann ist, wie gesagt, erstmal, na, will das jetzt passen oder ja? Natürlich nicht. Irgendwas ist immer. Irgendwas ist immer. Wer hat denn hier die Bremse angezogen? Was soll denn sowas? Oh mein Gott. So. Geht doch. Nix. Kein Druck. Staubig. So, ab nach Hause, abladen Mittag. Später. Moin, Dienstag, 24. September. Ja, es ist schon Dienstag und nicht Montag. Gestern haben wir Vollgas Kartoffeln geerntet von 20 vor 11, Viertel vor 11 ungefähr bis Viertel vor 7. Hat ganz gut geschafft. Ich wollte zwischendurch auch filmen, aber der Akku hatte sich leer geschlonzt. Ich hatte den am Samstag hatte ich einen neuen frischen Akku hier in diese Kamera eingebaut, aber ich weiß nicht, ob die zwischendurch auch von alleine angegangen ist oder wie ich das angehen kann. Auf jeden Fall war der Akku leer und dann ging nichts. Ja, und auf dem Feld habe ich keinen neuen Akku dabei gehabt, also konnte ich leider nicht filmen. War aber Kartoffelroden, habe ich ja schon oft gezeigt. Heute Nachmittag wird auch wieder gerodelt, also ihr seht es noch oft genug. Vielleicht ist das für euch auch schon zu oft gewesen, das weiß ich nicht. Ja, jetzt heute Vormittag will ich erstmal mich eben mit dem Laden auseinandersetzen, Milchtankstelle sauber machen mit Ina zusammen. Die bringt gerade die Kinder zum Kindergarten
und ein bisschen nachstellen und gucken, ob alles okay ist. Und bin aber jetzt gerade in unserem Gastraum und will ein ganz kurzes Update geben. Und zwar hat mein Schwager Björn hier angefangen, noch ein bisschen Yton zu kleben. Und das wird dann hier quasi der Thekenbereich. Ne? Zukünftig wird es dann irgendwann so sein, dass da das Handwaschbecken, was das Gesundheitsamt gerne extra möchte, sein wird. Und da das Spülbecken. Hier vorne wird dann so eine Tisch-Eisvitrine mitstehen, dass wir hier Eis verkugeln können. Und noch ein extra, richtig was richtig Geiles extra, aber das verrate ich noch nicht. Das Gerät ist schon da, aber ich sage noch nicht was. Das wird, glaube ich, ganz geil. Und wenn das so klappt, wie wir uns das vorstellen, dann werden wir das auch höchstwahrscheinlich dieses Jahr nochmal ausprobieren. Da sagen wir dann nochmal Bescheid. Dann könnt ihr zum Verkosten kommen, wenn ihr Bock habt. Jo, sieht ja so ein bisschen komisch aus. Fehlen natürlich dann hier vorne, das wird noch schön gemacht. Da sage ich auch noch nicht, was da hinkommt. Das zeige ich euch, wenn es soweit ist. Wie das hier aufgehübscht wird, Thekenbrett müssen wir dann halt bauen und alles, was dazu gehört, ne? Arbeitsbereich und so weiter. Aber es geht voran. Schrauben sind in der Decke auch noch nachgeschraubt worden. Da wird dann noch gespachtelt und geschliffen. Mit dem wundersamen Gerät kommt man ganz gut an die Decke. Dann ist das auch soweit hier. Dann kann Farbe reinkommen, Fußboden. Wir haben hier für den Fußboden haben wir hier ein paar Muster bekommen. Da haben wir uns auch schon was ausgesucht, aber das verraten wir auch nicht, was es sein wird. Also das werden wir, so wie es aussieht, auch machen lassen, den Fußboden, damit das auch schier wird. Also das muss dann ja auch dicht sein, wenn da mal was umkippt oder ausläuft oder wie auch immer, dass es nicht gleich alles hochkommt und so. Und das muss verklebt werden. Wir hatten ursprünglich auch mal gedacht an so ein Klicksystem. Jetzt haben wir aber gehört, dass das in öffentlichen Bereichen so gar nicht mehr richtig zulässig ist. Und dann kann es auch gleich ordentlich werden, dass das alles komplett mit dem Fußboden verklebt ist. Dass da auch nichts passiert und nichts hochkommt, haben wir uns jetzt so gedacht. Jo, das dazu. Ich mache jetzt weiter und dann knipse ich die Kamera wieder an, wenn es was Spannendes zu erzählen gibt. Also später. Stehen, du Becher. Zu heiß zum Trinken. Ist für gleich. Dann stelle ich den lieber hier. Kein Getränkehalter, ne? Das ist der einzige Vorteil, glaube ich, bei amerikanischen Autos. Die haben nicht viel Gutes, aber Getränkehalter haben die immer. So. Der ist in der Halle kaputt. Lagerschaden auf jeden Fall, also sitzt ziemlich fest. Man kann ihn mit Kraftaufwand kann man ihn noch leicht drehen. Aber wir wissen jetzt natürlich nicht, ob die Wicklung auch einen abgekriegt hat. Und aus dem Grunde fahre ich den jetzt in eine Fachwerkstatt nach Sottrum. In der Hoffnung, dass sie ein bisschen Zeit haben, sich dem Ganzen zu widmen, weil das Ding muss schnell wieder eingebaut werden. A, damit er lüften kann, das ist einer von zwei bei uns in der Halle. Und B, damit wir vor dem Lüftungsturm, ich zeige euch das alles nochmal, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe, aber das mache ich noch, damit wir vor dem Lüftungsturm dann auch Kisten hinstellen können, weil wenn da Kisten vorstehen erstmal, dann kommen wir nicht mehr ran. Ne? So ging das eigentlich noch ganz gut mit dem Gabelstapler. Eine Kiste hoch und dann oben aus dem Turm rausgeholt, den Lüfter. Und ja, wie gesagt, jetzt bin ich auf dem Weg zur Werkstatt damit. Irgendwas ist immer, ne? So, für heute Vormittag war jetzt sowieso kein Roten angesagt, weil die noch keine Zeit haben.
Irgendwann zwischen 2:30 und 3 meinte er gestern, würde dann wohl kommen heute. Und dann geht das dann weiter und je nach Wetterlage, das müssen wir jetzt mal sehen, wie das, wenn sich das noch halbwegs hält und nicht, wenn es mal ein bisschen nieselt, okay, aber wenn es jetzt richtig anfangen sollte zu regnen, dann können wir bei unseren Nachbaukartoffeln nicht weitermachen, da haben wir gestern nämlich weiter gestern gerodet unter anderem, sondern dann geht es nur in die Stärke. Das muss man jetzt, das ist auch also wetterabhängig und zeitabhängig. Wir werden da weitermachen. Gestern, das habe ich ja noch gar nicht erzählt, also gestern haben wir den Einschlag, wo das letzte Video aufgehört hat, meine ich. Da haben wir weiter gerodet, da sind jetzt die Belana alle raus. Und dann waren daneben noch ein ganz paar Reihen Laura, das sind rotschalige Kartoffeln. Wer uns bei Instagram folgt, hat das vielleicht kurz in der Story auch gesehen, da waren rotschalige Kartoffeln auf dem Band zu sehen. Übrigens da auch, also wenn ihr gerne aktuelle Informationen immer haben wollt oder ein paar kurze Videoschnibbels und so und Fotos, dann folgt mir gerne bei Instagram, würde mich freuen. Und da ist es wirklich dann auch immer tagesaktuell. Ne? Also viele fragen ja jetzt auch schon, wann der nächste Vlog jetzt wieder kommt. Der letzte ist jetzt fünf Tage glaube ich her. Ja, ich weiß es noch nicht. Also gestern hatte ich ja gesagt, gestern konnte ich nicht aufnehmen, weil das mit dem Akku schief gelaufen war. Heute nehme ich jetzt wieder was auf, aber heute Abend werde ich definitiv nicht. Erstmal habe ich dann nicht genug Material, gehe ich ganz stark von aus. Und zweitens habe ich auch keine Zeit zum Schneiden, weil ich ursprünglich geplant hatte, ja gestern Joghurt anzusetzen, alles nicht funktioniert hat, weil wir so spät erst auf dem Feld fertig waren. Also muss ich den heute Abend ansetzen. Ja, da muss die Milch im Pasteur, dann dauert das gute 2 Stunden, bis er einmal ganz hoch geheizt und wieder auf 90 Grad und wieder zum Denaturieren und dann wieder auf 45 runter. Dann muss er angeimpft werden und dann muss er halt reifen, also ruhen. Dann kann er dann morgen früh abgefüllt werden und dann runtergekühlt werden. Das steht heute Abend noch an und deshalb da ist dann keine Zeit mehr, noch großartig ein Video fertig zu machen. Also, um die Frage zu beantworten. Nee, es bringt ja nichts, wenn ich das hier beantworte, wann der nächste Vlog kommt. Das ist ja Spaß. Das dann eher bei Instagram. Also, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, @Röpers mit OE Hof bei Instagram. Ich schreibe das hier unten auch nochmal hin. Den Link in der Videobeschreibung ist ja sowieso drin. Dann folgt uns da gerne. Da ist aktueller. Dann wollte ich noch eben eine Frage beantworten. Wenn ich jetzt gerade schon im Autowagen sitze, dann kann ich ja auch eben sabbeln. Und zwar kam jetzt des Öfteren die Frage, welche Schlepper wir denn vor den jetzigen Schleppern hatten. Und das ist wie folgt. Vor dem 414 mit Frontlader hatten wir einen 39er mit Frontlader. Vor dem 818 hatten wir einen 714 Vario. Und vor dem 716 Vario hatten wir einen 711er Vario. Jo. Das beantwortet. Fallen mir jetzt noch mehr Fragen ein? Weiß ich nicht. Wenn mir noch was einfällt, knipp sie nochmal an. Also bis gleich. Hui! Ha, da ist er ja. Ja, Lüfter habe ich abgeladen und er hat mir gesagt, dass er heute Nachmittag schon anfangen will damit. Das wäre natürlich toll. Und wenn es jetzt nur das Lager ist, dann wird er wohl auch relativ zeitig fertig sein. Hoffe ich zumindest. Ja, wenn die Wicklung mir auch noch einen weg hat, gut, spekulieren hilft uns jetzt eh nicht weiter, also warten wir mal ab, was jetzt passiert. Ah, das ist aber auch ein Ärger, ey. Naja, wenn der fertig ist, abholen, dann wieder reinquälen da in den Turm. Und dann sehen wir weiter. Heute mal ein bisschen früher Schluss gemacht als gestern. Also mit Kartoffeln Schluss gemacht. Feiern ist leider noch lange nicht. Ich hole jetzt noch eben die 18 Tonne vom Feld. Die haben wir da als Reserve mit hingestellt. Weil wir mit 2 Kistenwagen gar da nicht gegen anzukommen. Da sind jetzt auf dem vorderen Wagen 2 Bunker raufgekommen.
Und die müssen wir gleich noch in die Kisten lassen. Beziehungsweise mein Vater zusammen mit Lukas in Kisten lassen. Denn ich muss mich jetzt beeilen. Ja, gleich schnell in der Dusche. Dann haben wir den ganzen Staub wegwaschen. Und dann muss ich den Joghurt vorbereiten. Weil heute Abend muss der angesetzt werden. Wir brauchen dringend Joghurt. Wir haben jetzt, sind leider schon ein paar Tage leer im Autobahn. Ja. Und Kurt vom Klangshof, der wartet auch schon sehnsüchtig auf den Joghurt. Also muss er jetzt noch gemacht werden. Abfüllen ist für morgen früh eingeplant. Das macht Ina glücklicherweise zusammen mit unserer Mitarbeiterin. Und wir fahren morgen früh, hier sind die 18 Tonner, fahren morgen früh wieder zum Roden. Es ist jetzt recht viel Regen angesagt. Das war aber für heute auch schon. Heute hat es jetzt bis jetzt zumindest gar nicht geregnet. Wir haben hier unsere Belana-Nachbau rausbekommen. Aber für morgen, ja, ich habe, Wetterbericht sagt Regen, mal sehen. Also wir müssen auf jeden Fall zumindest einen Zug Stärke roden morgen, weil wir morgen auch wieder nach Wietzendorf hin müssen. Und oh, jetzt passt das mit der Deichsel nicht. Ich fresse einen Besen, ey. Aber ich habe ja einen Besenstiel, den kann ich ja gleich fressen, wenn das nicht funktioniert. So, damit ihr auch wisst, wofür ich den unter anderem hab. Jaha. So geht das. Zack, ist das dran. Einmal vor, einmal zurück. Komm schon, Junge. Wenn der nicht einrastet, ne, dann raste ich hier aus. So, ist eingerastet. Schläuche ranmachen. Moment. Ja, Stärke. Also morgen, egal ob es regnet oder nicht, morgen werden Stärke gerodet und am liebsten zwei Züge, sodass wir mit der Stärke für diese Woche durch sind. Das wäre ganz schön. Ich weiß nicht, bei dem Stärkeschlacht, wo wir jetzt gerade in Gang sind, ob die noch reichen werden. Das müssen wir gucken, sonst setzen wir dann noch auf. So. Ja, heute ist die Panade gar nicht so groß, weil es nicht geregnet hat. Also ich habe, glaube ich, doch schon ein bisschen Staub im Gesicht, aber es ist lange, lange nicht so ein Dreck wie gestern. Aber wenn es denn noch regnet und Staub, das hilft schon. Jo. Da ist ja dieser gescheiterte Hafer, der bleibt gescheitert. Ursprünglich wollte ich das ja, wenn es geerntet ist, da noch eine Zwischenfrucht sehen. Das funktioniert ja nicht. Ich weiß nicht, ob das noch jemand ernten möchte. Da ist die Entscheidung ja noch nicht so ganz gefallen, aber ich glaube nicht. Aber ich lasse es jetzt stehen. Entweder wird da noch was von geerntet, was ich glaube, oder es bleibt halt als Begrünung über den Winter so stehen. Was soll ich das jetzt noch machen? Dafür habe ich andere Flächen mir jetzt ausgeguckt, wo ich dann auch das Saatgut gut brauchen kann. Machen jetzt ein bisschen mehr
Aquarettich als ursprünglich gedacht. Finde ich auch ganz gut. Hilft uns ja nächstes Jahr auch. So. Aufnahmetechnisch wird es das für heute gewesen sein. Also sage ich jetzt mal tschüss, bis morgen. Hui, moinsen. Heute ist Mittwoch, der 25. glaube ich. Ich komme jetzt gar nicht an mein Telefon, weil ich bin voll in Gummi. Komplett in Gummi. Jo, es hilft nichts, wir müssen Steckerkartoffeln roden. Weil wir heute Nachmittag nach Wietzendorf müssen. Und es ist ein bisschen nass, aber es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Ausrüstung. Und so müsste das eigentlich hinhauen. So, die Ausbeute von gestern wollte ich noch mal einmal zeigen. Steht hier, also nicht alles, ein Teil davon ist schon, steht schon einen Tag länger, aber ja. Nee, das kann rein. Und gestern habe ich ja noch den Lüfter zur Reparatur gebracht. Ich hoffe, ich habe noch ein bisschen Hoffnung, dass sie sich heute noch melden. Dass der fertig ist. Jetzt will ich noch mal einmal hier Licht anknipsen. Und ganz kurz eben zeigen, wie das funktioniert und wo der Lüfter sitzt. 5 Minuten habe ich noch. Das ist der Schaltkasten für die ganze Lüftungsgeschichte. Lüfter 1, die Klappenantriebe, Lüfter 2, Klappenantriebe, Anzeige. Und das ist der Steuerungscomputer. Ist auf Störung, weil wir haben eine Störung. So. Ich will mal sehen, ob man hier was sehen kann. Jetzt ist da hinten auch noch ein. Wir haben hier gestern die Lampe noch neu gemacht, weil die geflackert hat. Und jetzt ist da hinten eine ganz aus. Ich drehe durch, ey. Da müssen wir auch noch hoch. Jedenfalls, ja, dann kann man da jetzt wahrscheinlich nicht ganz viel sehen. Wir versuchen das mal. Ah, jetzt ist er angegangen. Was ist denn das für ein Quatsch? Was ist denn das für ein Quatsch? So, hier stehen schon Kartoffeln. Ja, das ist wahrscheinlich zu dunkel. Ich glaube, ihr seht es nicht. Das ist einer von den beiden Lüftungsschächten. Einer ist hier, einer ist da auf der anderen Seite und hier ist der Lüfter kaputt. Da haben wir ein Loch einschneiden müssen, das muss dann wieder zu. Da oben sitzt der Lüfter so drin, saugt von unten die frische Luft an. Da haben wir hier, das sieht man jetzt gar nicht, scheiße. Ich muss das nochmal mit der Taschenlampe zeigen. Da sitzt eine Klappe, motorgesteuert, die Steuerung mit ansteuert, die dann aufgeht zur Mischluft. Dann saugt er aus der Halle und oben ist eine Klappe für Frischluftzufuhr. Und dann kann man das dementsprechend, kann die Steuerung die Luft mischen. Sprich, wenn es draußen kühler ist als drin, nimmt er Außenluft. Und wenn es andersrum ist, dann umspült er nur mit Luft aus der Innenluft. Genauso, wenn es dann irgendwann frostig wird, dann bleiben die Zuluftklappen natürlich zu. Über die Außensensorik, über die Thermometer. Und es wird nur um Luft gelüftet. Jo. Ich zeige das, glaube ich, noch mal in Ruhe, aber jetzt nur, weil da die Fragen kamen. Ne? Und weil jetzt der Lüfter ausgebaut ist, dann sowieso höchstwahrscheinlich noch mehr Fragen kommen. Einmal gezeigt. So, mal gucken, wo gleich wo Lukas steckt. Den muss ich nämlich auch noch eine Gummihose verpassen. Aber hier haben wir schon mal einen 716. Boah, da hängen die 18 Tonner hinter. Und die brauchen wir jetzt, ne? Latent Druckverlust. Sieht man überhaupt irgendwas? Ja. Ist ein düsterer Tag heute. Ich weiß nicht, ob die Bremsen schon gelöst sind. Jo, das sieht gut aus. So, da kommt Lukas schon. Muss ich ihm gleich noch mal eben die Hose verpassen, weil die findet er, glaube ich, nicht. Und dann geht's zum Feld. Bis gleich. Lukas, Kurva! Kurva!
Tag schön. Ich bin so leidlich wieder trockengelegt. Also trotz Regenjacke. Irgendwie hat das ganz gut durchgefeuchtet. Ich weiß auch nicht, wie das angehen kann. Eigentlich hatten wir gedacht, dass wir 2 Züge roden, also für morgen gleich mit. Aber das wurde viel zu nass. Also das war einfach nur noch scheiße. Kurva! Und aus dem Grund haben wir dann aufgehört. Morgen früh wird es wahrscheinlich auch regnen, aber dann wären wir dann eben nochmal nass. Lieber als komplett durchnass, weil krank werden soll hier keiner. Das wäre scheiße. Deshalb morgen früh um 8 weiter. Den Zug für morgen ist dann so, kannst du machen, nix. Weil wir dann ja aufgehört haben, habe ich mir einfach mal herausgenommen, schnell zum Friseur zu fahren. Haare sind auch wieder kurz. Ich fühlte mich nicht mehr wohl mit den langen Haaren. Hab zwar meistens eine Mütze auf, aber ist egal. So. Und dann rief eben die Firma an, wo ich den Lüfter hingebracht habe. Die haben den schon fertig. Geil. Also das ist mal richtig geil. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg dahin. Muss mal die Lüftung anmachen, sonst beschlägt sich hier die Scheibe. Bin auf dem Weg dahin, hol den Lüfter wieder ab. Und mal gucken, jetzt haben wir das 14 Uhr. Können wir theoretisch, wenn der Elektriker Zeit hat, können wir das Ding auch wieder einbauen. Das wäre natürlich auch herzallerliebst. Dann kann das dann, sobald wieder richtig Wetter ist zum Roden und zum Einlagern, kann das dann stramm wieder dabei gehen. Und das wird dann auch irgendwann mal fertig werden. Also wir haben jetzt noch ein paar auf dem letzten Schlagrohr waren, da sind noch Nachbau. Die müssen noch raus. Klingelt das Telefon? Nee. Ah, eine Erinnerung, ich habe was vergessen. Shit. Ja, kriege ich noch irgendwie fertig. Hoffe ich. Jetzt bin ich ganz, habe ich den Faden verloren. Ja, Einlagen, genau, auf dem Schlag, da sind noch 2 Sorten und der Rest von den letzten Nachbau, die wir einlagern wollen. Und dann haben wir noch die Gala, da habe ich euch auch schon mal mitgenommen, wo wir mal 18 Tonnen voll gerodet haben, was wir direkt liefern konnten. Die müssen dann auch noch in Kisten. Und dann haben wir noch einen kleinen Schlag, wo stärker sind, und da sind außenrum auch noch Gala. Die sollen, wenn die Qualität stimmt, da habe ich jetzt noch nicht nachgebuddelt. Wenn die Qualität stimmt, dann sollen die auch noch in Kisten. Die stellen wir uns weg. Und verkaufen die dann im Winter. Ich bin im Moment optimistisch, dass der Preis zumindest nicht schlechter wird im Speisebereich. Also jetzt die letzten, da wollten sie 15 Euro Doppelzentner bezahlen. Das ist schon grenzwertig. Hab das so im Urin, dass die im Winter eher vielleicht 1,50 € teurer werden. Aber man kann sie wissen. Wäre auch wünschenswert, aber gut, im Moment nehmen sie eh nichts, aber wäre auch wünschenswert, weil ja gut, man hat dann natürlich die Einlagerungskosten, Sortierkosten und. Also normalerweise müssen die dann 2,50 € steigen, aber nein. Naja, wir werden sehen. So. Ich baller jetzt dahin. Insofern, wie ich mit dem Autowagen ballern kann, also 80 km/h, 90 ist Ende. Aber gut, das dauert ja nicht so lang. Aufladen, wieder nach Hause juckeln, Elektriker fragen, ob er Zeit hat und so weiter und so weiter. Ja, so morgen wieder. Also später. Hui! Hui! Hab was vergessen. Aber ein bisschen schnell. Ich habe noch einen Schokoriegel in meiner Jackentasche gefunden. Entschuldigung. Was ich vergessen habe zu erwähnen, Ina hat es heute Morgen geschafft, den Joghurt fertig zu machen. Herrschaft. Es gibt neben Natur, gibt es diesmal Nuss, Haselnuss. Der taucht. Und den werden wir heute Abend im Hofladen in Wulstorf in den Automaten stellen, und die anderen Automaten, ja, ich schätze mal, morgen im Laufe des Tages sollte das zu schaffen sein, irgendwie so, ne?
auf jeden Fall zum Wochenende frischer Joghurt drin. Klangs haben ihren bestellten Joghurt schon abgeholt heute Mittag. Heute, ja, Nachmittag irgendwann, keine Ahnung. Sodass die dann den auch wieder in ihren Automaten haben, in Hellwege, in Hülperhöfen und in ihren Wochenmarkt-Verkaufswagen in Achim und ach, wo die überall sind. Könnt ihr bei denen auf der Internetseite auch nachlesen. Da gibt es dann den Joghurt auch. Jo, das wollte ich noch erwähnt haben. Jetzt ist der Schokoriegel auch weg. Hätte ich auch im Wagen können, ne? Oh, Mann. Da wird gehackt. Oder da wurde gehackt. Ich glaube, es hackt. Es hackt hier. Hack, hack, hack. Moinsen. So. Da irgendwo ist unser Lüfter. Ein Träumchen. Fertig. So, ich fahre jetzt schnell nach Hause. Ja, war nur ein Lagerschaden. Die Wicklung hat glücklicherweise nichts abbekommen. Haben wir wirklich Glück gehabt. Und Lager war einseitig kaputt, das haben sie jetzt komplett neu gemacht. Das ist auch richtig. Ich habe auch keinen Bock, den nächstes Jahr wieder auszubauen. So, Wirsing. Nein, Wirsing noch nicht. Später. Hui, zack. Glaubt ihr das? Glaubt ihr das? Die Sonne scheint. Unglaublich. Ich glaube das nicht. Was ich aber glaube, ist, dass ich heute Abend ein Video fertig kriege. Ich versuche das zumindest. Also, ganz kurzes Wirsing.